In diesen Tagen entscheidet sich, ob die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Seit 1. Januar 2016 befinden sich deutsche Bundeswehrsoldaten auf dem Militärstützpunkt Incirlik in der Türkei, weil die Bundesregierung sich entschieden hat, am Bombenkrieg in Syrien sich zu beteiligen durch Tornado-Einsätze etc. Seitdem der Deutsche Bundestag nahezu einstimmig am 2. Juni 2016 beschlossen hat, den Völkermord an den Armeniern durch das Osmanische Reich unter der deutschen Mitschuld anzuerkennen, gibt es eine Missstimmung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Der türkische Präsident Erdogan erlaubt es den Bundestagsabgeordneten nicht, den türkischen Stützpunkt zu besuchen, um sich über den Einsatz der deutschen Bundeswehr dort zu informieren und damit ihrem Mandat nachzukommen. Eine Parlamentsarmee ohne parlamentarische Kontrolle kann und darf es nicht geben. Das anhaltende Besuchsverbot durch die türkische Regierung und den türkischen Präsidenten für Bundestagsabgeordnete muss Konsequenzen haben. Die Bundesregierung muss die Bundeswehr aus Incirlik abziehen. Und zwar sofort und nicht erst im Herbst oder im Winter. Dafür braucht es kein Mandat des Bundestages, sondern einzig und allein ein politisch konsequentes Handeln der Kanzlerin Merkel. In diesem Zusammenhang ist es ein vollkommen falsches und auch fatales Signal, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem NATO-Gipfel in Warschau der Entsendung von AWACS-Flugzeugen in die Türkei zugestimmt hat. Ist doch ein Drittel der Mannschaft in den AWACS-Flugzeugen die deutsche Bundeswehr. Das ist wirklich ein Stück aus dem Tollhaus. Während der türkische Präsident an seinem Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete festhält, will die Bundeskanzlerin noch mehr Bundeswehrsoldaten in die Türkei verlegen. Ich finde, es darf keinen AWACS-Einsatz in der Türkei geben und die Bundeswehr muss aus Incirlik abgezogen werden.